In dem Video sind gleich mehrere Themen verpackt. Einerseits wird der Firmware-Bug in der Version LPT 17.10.09 behoben. Der Receiver konnte nicht mit dem Transmitter verbunden werden, obwohl auf beiden die EU-LPT-Firmware geflasht ist. Andererseits werden wir auf zwei unterschiedliche Arten die Firmware-Files auf die SD-Karte der Fernsteuerung kopieren. Zum Einsatz kommen eine Taranis FullSky QX7 sowie ein FullSky R-XSR Receiver. Um die nötige Firmware herunterzuladen, öffnen wir unseren Lieblingsbrowser, geben entweder die URL ein oder suchen nach FullSky, gehen ja direkt auf die Download-Seite hier. Oben in der Leiste sieht man Downloads. Klickt entweder hier auf den jeweiligen Receiver oder gibt oben die Produktbezeichnung ein, kommt dann auf die Download-Seite, wo man das Manual runterladen kann, die Firmware und die Zertifikate. Das braucht man vor allem für die EU. Hier kann man dann die Firmware herunterladen. Klar merken zu RXSR. Hier ist nur bei der 1103, 17.1103 ist nur die LPT-Firmware. Da ist auch nur die LPT drinnen. Einfach auf Download klicken, herunterladen. Wenn wir die FCC, die internationale Version, wollen, müssen wir auch die ältere Version 17.10.09 herunterladen. Haben wir das, gehen wir auf das Verzeichnis, wo es heruntergeladen wurde, oder klicken hier drauf. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder nehmen wir die SD-Karte aus der Fernsteuerung heraus oder schließen die Fernsteuerung an. Ich mache mal die Variante 1, indem ich die SD-Karte in den SD-Card-Reader am Computer reinschiebe und bekomme hier die SD-Karte angezeigt. Gehe auf den Firmware-Ordner und ziehe einfach die Firmware rüber, die wir gerade heruntergeladen haben. Ich lade beide herunter. Wenn wir genau schauen, hier ist wirklich nur die LPT-Version. LPT heißt Listen Before Talk, die ist verpflichtend in Europa. Das heißt, die 17.10.09 hat einen Bug, mit dem kann man nicht binden. Das heißt, die löschen wir gleich, damit keine Verwirrung entsteht. Und ich habe hier eben die FCC-Version, internationale Version ebenfalls. Für die gibt es keine neuere Firmware. Das heißt hier speziell für die RXSR, wir haben eine LPT-Version 17.11.03 und eine FCC-Version 17.10.09 zum jetzigen Zeitpunkt. Beide sind jetzt dann auf die SD-Karte der Fernsteuerung rüberkopiert ins Firmware-Verzeichnis. Die andere Variante, um die Files auf die SD-Karte zu bekommen, bis auf die Fernsteuerung, ist, indem wir die Fernsteuerung im Bootloader-Modus starten. Das heißt, die beiden Trim-Buttons werden nach innen gedrückt, währenddem ich einschalte. Ich komme dann hier in diesen Bootloader-Modus, mit dem ich auch die Firmware auf der Fernsteuerung flashen kann, zeige ich euch in einem anderen Video, und dann schließe ich ganz normal den USB-Stick an. Wichtig dazu vielleicht noch, die SD-Karte muss natürlich hier eingesteckt sein. Dieses Drive kann ich an sich vergessen, Taranis. Das ist das, was ich brauche hier. Ich gehe in meinen Firmware-Ordner. Gehe hier dort, wo ich meine Downloads hingestellt habe, dort, wo ich die Files hingeladen habe. Und ziehe einfach die Dateien hinüber. Und habe jetzt meine RXSR-Firmware-Versionen auf der SD-Karte der Fernsteuerung drauf. Fertig. Um den RXSR-Receiver zu flashen, brauchen wir das mitgelieferte Kabel. Das geht in eine Richtung hinein und das gehört hier angesteckt. Und auf der anderen Seite ja, mehr ist es nicht. Dann Long Press aufs Menü, einmal weiter auf die Firmware, RXSR
Das ist die LPT-Version. Lange drauf drücken. Fresh. External Device. Wenn man unabsichtlich Internal Module flasht, erkläre ich nachher, wie das wieder funktioniert. External Device. Sehen hier ein grünen flackernd Licht, dass es flasht und das Rot blinkt. Mehr passiert ja nicht, wenn ich zu dieser Screen zurückkomme. Hat alles einfach funktioniert. Genau, wenn es rot blinkt, grün, dann ist es verbunden. Und so soll es ausschauen. Also Low das. battery, battery critical. Und ich sehe schon meine Telemetriedaten. Und ich sehe, die Sensoren funktionieren.